Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Farmers Diary. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ja den Mist rübergefahren zum Jan, dem Betreiber der BGA. Da haben wir alle schön mitgeholfen, hat auch alles sehr gut geklappt. Ja, nach wie vor, ihr seht schon, Regenwetter am Start und, huch, da kriege ich gerade einen Anruf. Ach, warte mal. Ach, da müsste der Jan sein. Hi, Nasen. Moin, Jan hier von der BGA. Hi, Jan. Also, ich habe jetzt deinen Mist aufgewertet und das sind, was du bekommst, halte ich fest, ja. 167.700. Oha, da kann Vater ordentlich bei Hilde wieder essen gehen, hör mal, Jan. Dieser Platz, ja. Das passt. Mach's einfach in den nächsten Tagen fertig, überweist uns das Ganze dann. Ja, genau, bitte so 2-3 Tagen, wird das bei ja, dir. Ja, machst du ganz normal per Überweisung und dann passt das Ganze. Ja. Und ja, müssen wir mal gucken, ne? Und du hattest noch einen gesucht wegen Baugerüsten? Ja, wegen Baugerüsten, klar. Genau, ich kenne da einen, Daniel, der ist auf dem Bauhof. Okay. Die haben da welche rumstehen, die benutzen sie nicht. Okay. Und die vermietet er ab und zu mal. Okay, bei Bauhof? Echt? Die Stadt hat sowas? Ja, nein, sprech da mal direkt Daniel an. Ah, okay, hast du mal die Nummer? Kannst du mir die mal einmal kurz rüber schicken? Ja, schicke ich dir gleich rüber. Alles klar, danke dir. Okay. Jo, tschüss. Bis dahin, ciao. So, auf jeden Fall haben wir jetzt jemanden für unsere Gerüste gefunden, denn wir haben ja Holz bekommen vom, von dem Max, von der BGA. Ach, von der BGA. Ich habe gerade mit Jan von der BGA gesprochen, sondern Max vom Sägewerk. Das Holz haben wir hier stehen. Da werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, noch ein bisschen Nachschub brauchen. Ja, das müsste ich auch nochmal überweisen. Und wir kriegen 167.000 Euro hier von dem lieben Jan. Das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Da kann Vater erstmal ordentlich essen. Und ich werde heute einfach mal mit Bus unterwegs sein und werde aber vorher dann einmal den... stell mich mal kurz unter. Das ist ja ekelhaft. So, mal kurz unterstellen hier. Ich werde jetzt mal kurz den Daniel anrufen. Und mal kurz einmal durchläuten da. So, mal kurz anwählen. Ja, hallo. Hallo, Daniel. Der Jan hat mir deine Nummer gegeben. Und zwar, ich bin der Stefan Heinersen. Wir kennen uns ja noch nicht. Hi. Und zwar, er sagte mir, du arbeitest auf dem Bauhof und ihr hättet irgendwie Gerüste oder sowas? Ja, das ist richtig. Der Jan hatte mich schon angerufen, der hatte mich schon vorgewarnt. Okay. Wir sind sowieso gerade auf dem Hof. Pass auf, wir haben schlecht Wetter. Ja. Komm einfach mal vorbei, dann ja. Können wir uns das Ganze mal anschauen hier. Ach so, okay. Gut, dann setze ich mich mal im Bus. Habt ihr eine Bushaltestelle vor der Tür? Ja, ne? Ja, wir haben momentan eine provisorische Bushaltestelle. Ja. Ungefähr 20 Meter vom Hof entfernt. Ich kann dich gerne von der Bushaltestelle abholen. Ja. Dann fährst du einfach mit der Linie 36. Ja. Bis zur Baustelle und dann stehe ich da. Ach so, okay, cool. Da komm ich gleich mal rum, weil ich dachte mir heute einfach mal, ich fahre mal mit dem Bus, ne, hier der Umwelt zuliebe, ne, ja. Und dann sehen wir uns gleich, ne, bis gleich. Ja, wunderbar, bis gleich. Ciao. Jo, tschüss. So, da werden wir jetzt mal ein bisschen rumlaufen hier und werden wir heute ein bisschen Bus fahren, ne? Müssen wir mal gucken hier. Laufen wir da einmal kurz zur Bushaltestelle rüber. Ist ein Stückchen, es regnet, naja. Klamotten sind nass, was will man machen? Und dann laufen wir dann einmal eben kurz dorthin. Ist ja ein kurzer Fuß zum Arsch, das geht ja recht fix. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir dann mal kurz hier zur Bushaltestelle einmal rumlaufen. So, da laufen wir mal kurz rüber. Dann sind wir gleich bei der Bushaltestelle angekommen. Und bei dem Sauwetter ist auch keiner draußen heute hier. Mal gucken, wann der Bus kommt. Müssen wir gleich mal schauen hier. Oh, da stehen schon ein paar Leute. Wollen wir mal gucken. So. Warten wir mal kurz auf den Bus hier. Ah, so, erstmal unterstellen hier. Mahlzeit. So, gucken wir mal. Und dann warten wir mal kurz auf den Bus, dass der auch gleich kommt. Und, ach, da kommt er schon. Da kommt er schon vorgefahren hier. So. Warte mal, bis er anhält. Tür aufmacht. So. Kommen Sie rein, hier ist es warm und trocken. Guten Tag, Hallöchen. Mahlzeit, einmal hier ein Tagesticket hier. Ich glaube 5,80 Euro, ne? Ja, das ist so korrekt. So, hier 6. Bitteschön. Dankeschön. Dann einmal 20 zurück. Ja, danke, ne, und dann, und ja. Eine gute Fahrt. Dankeschön.
So, schönen Tag noch, ne? Und vielen Dank. Ihnen ebenso. Ja, tschüss. Süß. Tschüss. So. Ja, guten Tag. Hallo Daniel, ja, grüß dich. Hi, ich bin der Stefan, moin. Moin, ich bin der Daniel. Hast ja schönes Wetter mitgebracht, wie man ja, sieht. Ist ein bisschen ekelig heute irgendwie, ne? Und ich dachte, ich fahre einfach mal mit dem Bus, ne? Weil irgendwie, ja, muss auch mal sein, ne? Die örtlichen Dinger, also so eine Ersatzbushaltestelle. Was macht ihr denn da? Kannst du mal zeigen, was ihr da vorne gerade baut? Na klar, komm mal mit. Ja klar. Ich folge dir einfach mal. So. Hier soll ein neues Firmengebäude kommen. Okay. Quasi eine Erweiterung zu dem rechten Gebäude. Ja. Hier kommen noch ein paar neue Lagerhallen hin. Ja. Neue Unterstände für die neuen Bagger, weil irgendwo müssen die großen Radlader ja hin wollen. Ja, ja, klar, sicher. Boah, ist schon ordentlich hier, ne? Habt ihr ordentlich aufgefahren, ne? Na klar. Ja gut, wir haben schon einiges hier runtergeholzt, ne? Hier war ja vorher, ich spring mal hier rüber. Gewesen, ne? Ja, ja. Hier haben wir früher damals zur Schreinerei schon hier rübergebracht. Ja. Ja, cool. Ja, es sieht auf jeden Fall schon mal richtig cool aus. Komm, wir springen mal rüber. Da kannst du uns ja aber ein bisschen hier hinten. Das ist der Bauhof hier, oder was? Ich war noch nie hier, wenn ich ehrlich bin. Ja, genau. Ey, sag mal, ist der Max da? Das ist doch Max sein, Der Max Traktor. Ist auch hier, genau. Das handelt sich auch um die Gerüste, weil die Gerüste sollen neue Holzdielen bekommen und da ist natürlich der Max der beste Ansprechpartner. Ah. Sind schon jahrelang befreundet und da kann man einen guten Preis machen, weißt du? Wo ist der denn hin? Ich glaube, der ist sich hinten gerade noch einen Kaffee am Holen. Ach so, okay. Ich hole ihn mal gerade. Ja, klar. Max? Noch da? Ja. Ah, da ist er ja. Grüße dich. Hä? Ach, Max, moin, Grüße. Moin. Na, alles klar? Ja, bei dir? Hör mal, was ist mit Scheffel los? Ist er immer noch unterwegs oder was? Immer noch. Immer noch allein. Wann kommt denn der wieder, Mann? Weiß ich nicht. Sag mal, haben wir dir schon das Geld überwiesen für das Holz? Glaub nicht, ne? Glaub noch nicht. Okay, da gucke ich auf jeden Fall nochmal. Dass wir das die Tage überweisen. Und das sind hier die Holzgerüste oder was? Hier die. Genau, die Gerüste, die stehen hier hinten. Ja. Die sollen eigentlich zur Restauration, also die bekommen eine neue Lackierung und wie gesagt neue Dielen. Ja. Und die sind jetzt über das schlechte Wetter, sollen die eigentlich jetzt weit weg, weil wir müssen auch an den Stromgenerator da hinten hin. Ja, ja. Und wenn es jetzt so ein, zwei Tage, vielleicht auch drei Tage noch etwas länger weg sind, denke ich mal, würde das nicht so auffallen. Ja. Sag mal, ich kannst weiß ja nicht, wie viel Gerüste du brauchst. Ah, ich brauche ordentlich Gerüste. Ich sag mal, die würden erstmal reichen. Hinten hast du wahrscheinlich auch noch welche, ne? Na klar, wir haben überall noch welche stehen. Ja, also warte, ich folg dir mal. Ja, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall, wir wollen nämlich unseren Hof renovieren, weil, ja gut, heute regnet, jetzt ist natürlich nicht so doll das Wetter, aber in den nächsten Tagen wollen wir da auf jeden Fall noch, ein bisschen was machen, ne? Also wollen wir auf jeden Fall noch ordentlich was bewerkstelligen, solange, bis die Erntesaison kommt, weil bis dahin müssen wir fertig sein, ne? Weil dann geht's raus auf die Felder, weißt du? Ja. Ne? Wie kriegen wir die am besten zu euch? Habt ihr da irgendwie einen Transport dafür? Ich weiß nicht. Also wir haben jetzt nicht so einen. Habt ihr irgendwie so eine Art Sprinter oder sowas? So einen Pritschenauflieger, wo ihr die mit... Wir natürlich auch da an. Wir würden dann direkt mit dem LKW kommen. Den kann ich dir natürlich auch gerade mal zeigen. Ja, komm, da komme ich mal mit hier. Aber ihr habt ja richtig große Maschinen hier, ne? Das ist ja... Klar. Weißt du, kleine Kinder, kleines Spielzeug, große Kinder, große Spielzeug. Ja, stimmt. So ist das, Daniel. Hast recht. Wir würden zum Beispiel mit so einem LKW hier kommen. Ja, da klar, würden sicher. Wir schon so eine Ladung draufkriegen. Ja. Ich weiß nicht, wie sieht das denn platzmäßig bei euch aus? Also platzmäßig kannst du da echt mal die Tage vorbeikommen, würde ich sagen. Ja. Ich denke mal, heute wird, glaube ich, nichts mehr. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß ja auch nicht, sind wahrscheinlich alle jetzt Bauarbeiten erstmal eingestellt wegen den sinnflutartigen Regenfällen, ne? Genau. Ja, okay. Deswegen würde das eigentlich jetzt so, die nächsten Tage würde das ganz gut passen. Ja. Ne? Dann müsste ich mich dann mit Max nochmal in Verbindung setzen wegen den neuen Gerüstdielen. Ja, das würde ja dann auch gut passen, ne? Ja, klar, das auf jeden Fall, ne? Das kriegen wir, glaube ich, irgendwie hin. Und ansonsten, ne, müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir das Ganze dann auch zeitnah hinbekommen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal Kaffee trinken bei euch, oder? Na klar. Ja, dann geh mal vor, bitte. So. Und Max, habt ihr viel zu tun oder eher weniger? Eher weniger zurzeit. Weniger. Und bei euch auch, Daniel, ne? Ist gerade nichts los wegen dem Wetter, ne? Ne, bei dem Wetter leider momentan nicht so viel. So, da gehen wir mal fix einen Kaffee trinken. Wie trinkst du denn deinen Kaffee? Süß und blond? Ja, süß und blond, ja, ja. Machen wie immer. Wir hier. So, Daniel, erstmal vielen Dank für den Kaffee. Kein Problem. Ja, war echt gut, ne? Also hat gerade bei dem ätzenden Wetter hier, es hat mal gerade kurz so ein bisschen weniger gewesen, aber es legt schon wieder los irgendwie. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Max, das Geld, was kriegst du nochmal für uns?
18.000 Euro. 18.000, du hast mal eine Palette mehr geliefert, habe ich gesehen. Da kriegst du noch mal ein bisschen was drauf. Nee, die ging aufs Haus. Ach, die geht aufs Haus. Das ist mal nett von euch. Auf gute Kundschaft bekommt was. Ach, ey, das freut mich. Ne? Hast ja schon Freundschaftspreis gemacht. Kann sein, dass wir noch ein bisschen Holz brauchen. Da würde ich dich ja noch mal anrufen. Ja. Und Daniel, wegen den Gerüsten schauen wir noch mal. Ne? Ja, und ich würde sagen, du rufst mich am besten mal an, wenn du Zeit und Lust hast. Dann komm ich mal vorbei, schau mir die Geschichte mal an. Wie ich am besten da zu dir komme mit dem LKW. Ja. Und dann versuchen wir das mal so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Ne? Ja, super. Ne? Dann würde ich sagen, ne? Schönen Tag euch beiden noch. Auch wenn das Wetter jetzt nicht so dolle ist, muss man halt das Beste draus machen. Ne? Und vielen Dank euch beiden nochmal. Ne? Alles gut. Ich bring dich noch zum Bus, aber. Ja, klar, komm. Dann gehen wir einmal rum hier. So. War ja hier vorne, rechts war das direkt, ne? Genau. So, da gucken wir mal kurz hier. Und dann... Wenn der Bus wieder keine Verspätung hat, dann müsste der nicht jeden Moment kommen. Ja, mal, ja, das ist manchmal so, manchmal so, ne? Das ist manchmal echt echt ätzend. Und auf jeden Fall mal gucken. Wo ist er denn, der Bus hier? Wir warten auf jeden Fall erstmal. Naja. Ja gut, bei dem Wetter, weil dann sind die Leute auch lieber zu Hause von Netflix, oder? Ja, glaube ich auch, ne? Aber ja, ich glaube, da kommt er. Ach, da kommt er. Schönen Tag dir, Daniel, ne? Ja, dir und auch, oder? Bis zum nächsten Mal. Lass das Schild stehen, ne? Na klar. So. Ach, guck mal, den kenne ich heute, Busfahrer. Schönen Tag noch, tschüss. Ciao. Mahlzeit. Ach, Sie schon wieder. Ja, ja, das ist auch, Ding. Sie haben eine Tageskarte, richtig? Ja, klar, sicher. Hier, bitteschön, die Tageskarte und dann würde ich sagen, ja, gute Fahrt. Wunderbar. Ne? Ja, setzen Sie sich. So. Bei dem Sauwetter. So, Leute, ich mache mich jetzt auf dem Heimweg mit dem lieben netten Busfahrer. War echt ein cooles Gespräch und ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Mit einer weiteren Folge zu Farmer's Diary. Der Daniel gibt da hinten auch schon wieder Stoff. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sag mal bis dahin. Tschüss.